Hey Leute, willkommen zurück zu 7 Days. Ich habe mal schnell hier den Rest erledigt. Aufgabe erledigt. Und ja, wir sind ziemlich voll. Und ich würde mal sagen, wir geben jetzt mal die Quest ab. Weil ich habe gesehen auf der Karte, dass das unser Heini war, ne? Unser Trader. Bei dem haben wir die Scheiß-Quest angenommen. Und nie beendet. Warum auch immer das so gelaufen ist, weiß ich nicht. Kann ich hier runter? Ja, ne? Oh. Oh, die Leiter hat das abgefangen, ne? So, jetzt sind wir wieder hier, ne? Da waren wir ja schon. Da haben wir schon festgehangen. So. Lass mich hier rüber. Hier durch. Oh. Moped ist hier. Warte mal, wie sind denn wir? Genau. Ich meine, wir sind hier, ne? Hier sind wir irgendwie reingekommen, ja. Hier ist das Moped, ey. Komm hoch, komm. Bin gerade am Überlegen. Ich meine nämlich, ich habe Benzin gefunden. Dann werden wir uns mal auf den Weg zurückbegeben. Vor allen Dingen mal Platz schaffen auch wieder. Im Moped ist auch ein Haufen Zeug. Da habe ich noch zwischengelagert hier. Das habe ich euch jetzt mal erspart. Ganzen Dreck. Wie ist das denn für ein Ding hier? Sieht da auch geil aus, ey. Aber hier haben wir auch ein Parkdeck. Das ist ja noch viel geiler. Oh. Und der Schwengel jetzt hinterher? Bleib da. Bleib da. Ey, das sieht schon geil aus. Komme ich da durch? Wow. Das wird eh schon hell. Oh, ja. Wie gesagt, wir geben jetzt erstmal den ganzen Krempel zurück. Dann werden wir schon mal ein paar wichtige Sachen mitnehmen. Komplett vollstopfen uns. Und dann werden wir uns das. Oder das kleinere. Wir werden mal schauen. Wir werden mal beide abgucken. Oh, der Hund. Achso, der fetzen Zombie. Okay. Viel Spaß. Das ist zwar nicht ganz so hoch, aber das sieht ziemlich ramponiert aus. Wir werden uns mal beide anschauen. Was ist denn das hier für ein Ding? Aigashi. Ich will auf jeden Fall eins haben, wo so ein schönes Treppenhaus ist, ne? Das höhere wäre mir zwar lieber, aber wenn das hier besser intakt ist, dann nehmen wir halt das. Will mich da auch nicht kaputt bauen müssen, wie so ein. Ich meine, man kann ja alles reparieren, aber. Wir schneidern da schon wieder so widerlich. Aber das muss ja nicht sein. Wie viel Benzin haben wir eigentlich? 43, okay. Gut, ist aber eine fette City hier nochmal. Ich wollte mir mal die Hütte hier anschauen. Kenne ich auch noch gar nicht. Die sieht ja richtig nice aus, ey. Kann man ja fast drin wohnen, so geil sieht die aus. Warte, muss ich mir auch. Hier sind ja einige Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Schau mal hier mit dem Bäumchen in der Mitte, das ist auch sehr hübsch, sehr hübsch. Hier ist wieder so eine typische Standardhütte, ne? War auch eine fette Bude, aber ja. Sowas kennt man alle schon. Aber das sind einige Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe, ne? Die will ich auf jeden Fall auch nochmal auskosten. Ja. Er rülpst mir hier von der Seite ins Gesicht. Sag ich mal die Hütte hier? Ah, sowas kennen wir auch schon. Das ist jetzt auch nicht besonders. Aber die Stadt ist auch schon wieder geil. Ich habe mir das gleich mal markiert. Da finden wir hinterher wieder zurück. Ich
Wir werden mal den nötigste Scheiße alles mitnehmen. Ach, hier ist direkt das Schneegebiet dran. Ey, das ist ja ziemlich nice, weil da können wir noch ein paar Rezepte schnurren. Komm her. Da ist auch mitten auf der Straße, du Horste. Aber jetzt lesen wir erstmal ab. Zurück nach Hause, ne? Sortieren mal, verkaufen mal und besorgen uns Zeug, was wir brauchen können. Und Kundschaften dann da mal aus, ne, würde ich mal sagen. Aber da schauen wir erstmal, gehen wir die Quest auch ab. Ja, das ist doof, ne? Wenn die angezeigt gewesen wäre, wären wir schon lange da gelandet. Weg da, Mutti. Naja, schauen wir mal. So, warte mal, erstmal muss ich hier leer machen, ich kann eh nichts aufnehmen vom Moped, falls da noch was zum Verkaufen drin ist, obwohl ich da eigentlich Sachen reingetan habe. Halt's Maul, hör mal zu. Was ist jetzt los? Freeze hier. Das nächste Mal, du Arschloch, Alter, wenn du hier Aufgaben verteilst. Markier die gescheit, was brauche ich davon? Gib mir den Hammer, den schiebe ich dir gleich wieder hinten rein dafür, du Arschloch. So, hier, weg damit. Alles soll ich damit. Kannst du auch haben. Ich hab dir ja ein paar Sachen habe ich dir ja mitgebracht. Oder so ein Arschbisse. Kannst du haben hier die Blutscheiße. Ich weiß ja nicht mal, was man. Ach, die will er ja auch gar nicht. Ich weiß nicht mal, was man damit macht. Kannst du auch haben. Was haben wir noch? Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Hier den Scheißhammer, den kannst du auch haben. Was ich so verkaufe. Guck, davon haben wir eigentlich genug. Kannst du auch haben. Brauchen wir den einer? Na, wir haben mal zwei Stück. So. Aber Munition werde ich mir trotzdem nicht selber machen. Kannst mich mal kreuzweise. Ich habe was viel Besseres gefunden, du Schwanze. Glaub mal. Letzte Mal, dass du mich hier siehst. Na, ich komm noch mal. Ich guck noch mal, was im Moped ist. So. Schauen wir auch noch mal rein. Na. Jacke wäre, das wollte ich mal behalten. Weiß nicht, wieso. Wieso gedacht, das verkaufen wir dem Horst noch hier. Die Scheiße auch, die Schrotmüll. Die Teile behalten wir erstmal. Ich glaube, den Rest behalte ich erstmal. Den Schlagring wollte ich ihm noch verkaufen, ne? Den Rest behalten wir. Oder? Bin mir noch nicht sicher wegen dem Kühlergrill da. Ich würde mir schon gerne ein Auto bauen eigentlich. Jetzt wo ich da oben auf dem Dach noch zwei Reifen gefunden habe. Die habe ich dem ja nicht verkauft, ne? Ja, Gott sei Dank. Weil ich glaube, ich habe selber noch zwei. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann ja auch wieder falsch liegen, aber ich meine, da wären noch zwei Stück gewesen. Hier, guck mal den.
Kannst du auch haben. Hier. Das Schisspulver. Kannst du auch haben. Den Scheiß willst du nicht, ich will ihn auch nicht. So. Sag mal, was hast denn du noch? Irgendwas, was für mich wichtig wäre. Zement, Pflastersteine. Könnten wir alles brauchen, können wir aber auch selber machen. Indem wir da was finden. Haben noch so viel Zeugs eigentlich. Aha, zeig, was hast du hier noch? Wie viel haben wir denn an Kohlen? 11.000. Dann würde ich gerne mal hier den Feuerwehrmeister mitnehmen. So, Dynamitstange. Ja, nicht unbedingt. Nachtsichtbrille. Funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Nee, ist mir nicht wert. Ist mir nicht wert, dafür 6.000 rauszuhauen. So, Feuerwehrhaus hier. Aber auch gelernt. Dann. Ich weiß ja auch gar nicht, wann der Blutmond beginnt, ne? Ich sag mal so, zur Not können wir immer noch wieder hier hindriven. Wenn der Blutmond zu schnell kommen sollte. Und können das Ding hier noch nutzen, ne? Weil das wird ja nicht weggehen. Ich überlege gerade, ob ich die Hämmer schon mitnehmen soll. Oder ob ich die erstmal hier lasse. Weil ich befürchte, wir werden das nicht schaffen zum nächsten Blutmond. Deswegen lasse ich die, glaube ich, auch erstmal hier. Huch. So, auch ich habe hier schon eine dritte, ne? Ich nehme mal mit, auf jeden Fall, die ganze Muni. Die nehmen wir definitiv mit. Hier so Vitaminchen müssen wir mal gleich benutzen. Habe ich eingesteckt. Gut, dass ich nichts kann. Den nehmen wir mit. Schmerzpillen. Guck mal, kann ich die jetzt stacken? Ah, jetzt geht's, ne? Dann konnte ich dieses letzte Mal nicht stacken. Den nehmen wir mit, dann das kannst du dir in den Arsch rammen. Oh, da habe ich noch so viel Munition. Da ist ja auch noch richtig Benze. Ich hatte schon Angst, ich habe kein Benzin mehr. Junge, Junge, da ist noch so viel Scheiß drin, ey. Antibiö nehmen wir mal mit. Die Muni, wie gesagt, nehmen wir komplett mit. Wer weiß, was da noch kommt. Und da habe ich die lieber. Und die können wir gleich erstmal alles ins Moped rotzen. Alter, Vater, hier ist noch, was wir hier an Munition haben, ne? Alles durch die Handtaschen, ne? Weil das ja hier eine Handtaschenfabrik ist, ey. Und weil wir hier kaum geschossen haben, an den beiden Mopeds hier und der guten Konstruktion. Aber ich glaube, das, was ich vorhabe, wird auch nicht schlecht. Und ein bisschen lustiger, ne? So, warte mal, wir ballern mal die ganze Muni da rein, auf jeden Fall mal. Die brauchen wir da mal, die wichsen wir da mal komplett rein. Junge, Junge. Also Munition haben wir ein bisschen was, ne? Ist hier irgendwo... Ja, guck mal, passt genau auf. Noch 300 Schuss. Ja, leck mich doch. Wie soll ich denn das alles mitnehmen und dann noch von drin? Da kann ich ja 15 Mal fahren, aber das tue ich auch nicht an. Das mache ich offscreen. 100 Mal durch die Gegend kutschieren, das werden wir nicht machen. Wenn wir hier mal ein bisschen gucken, ein bisschen zusammenrotzen den ganzen Kram. Guck mal hier, diese blöde Kackbrille, wenn ich die schon sehe. Die werden wir auf keinen Fall benötigen. Was ist da noch unnötiger Scheiß drin? Trübes Wasser, ja gut. Hm. Wer weiß, was kommt hier? Plastikscheiß raus da. Fressdosen, die Metalle. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ne? Guck mal, das tun wir auch noch da rein. Ich würde sagen, ja gut, ne? Dann nehmen wir noch von oben jetzt noch ein paar Sachen mit. Was so nötig ist, irgendwie. Hier haben wir die Reifen. Was brauche ich denn? Was brauche ich denn für das Auto überhaupt? Oder kann ich das überhaupt schon bauen? Das weiß ich auch wieder nicht. Oh, drei Punkte haben wir. Wo ist der Scheiß hier? Intelligenz.
Mechaniker. Ah, wir können das wahrscheinlich noch gar nicht. Jetzt können wir es. Sehr gut. Wie heißt denn der? Ist der Truck oder was? 4x4. Okay. Fahrwerk brauchen wir. 4x4 Zubehör. Reifen hätten wir, glaube ich. Motor haben wir locker. Batterie haben wir locker. Da brauche ich gar nicht nachschauen. Scheiße, Stahl brauchen wir. Stahl ist das Einzige, was uns gefährlich wird, ja. Stahl, da müssen wir schauen, wie viel wir haben. Das ist der Einzige, was uns an die Eier geht. Die Frage ist, kann man Werkbank auseinanderschrauben und mitnehmen? Muss ich ausprobieren, bin ich mir nämlich nicht sicher. Weil wir zu den ganzen Scheiß nochmal neu bauen. Den nehmen wir mit. So, was ist hier noch? Munition. Ja, wir nehmen alles mit, was an Munition geht, ne? Munition lasse ich nichts hier. Oh, der gute Kuchen, den muss ich auch mitnehmen eigentlich. Hier. Hönisch. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Den nehmen wir mit, ist ganz klar. Hier. Benzin. Mit. Den nehmen wir mit. Den noch Muni. Muni. Muni, was ist das? Achtfach nehmen wir mit. Ich habe ja so ein Jagdgewehr da im Moped. Den 6000er Stack nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist nochmal Muni. Oh mein Gott, hier können wir das tauschen wir aus. Weil davon nehmen wir auf jeden Fall ein paar mit. Hier tun wir mal so. Oh Gott, hier muss ich nochmal hin. Ach du Scheiße, ja, leck mich doch am Arsch. Da ist noch ein ganzer Tausender auch noch. Nehmen wir auch schon mal mit. Hier haben wir noch ein paar Steinchen. Da haben wir 46. Ich muss hier sowieso nochmal hin, das hilft nichts. Was nehmen wir noch mit? Nehmen wir die Steine noch mit. Guck mal, haben wir Nägel. Weil ich bastel mir dann da natürlich sofort eine Kiste. Das haben wir alles. Alter, Vater, no, da kann ich noch fünfmal hin und her fahren, das sehe ich schon. Aber das werde ich euch nicht antun. Wo hast denn den Scheiß rausgerotzt? Hier in der Nähe? Ach, guck an. Da können wir glatt mal hingehen. So, warte mal. Wie ist denn das mit reparieren? Wie geht denn das überhaupt hier? Aha, reparieren. Was brauche ich dafür? Habe ich schon repariert oder was? Wahrscheinlich, ne? Jo. Benzin haben wir auch drin. So, wo ist das Ding? Da hinten. Da kicken wir doch gleich mal, ne? Ei, 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 ei. Da kommen wir noch. Ja, das ist direkt hier irgendwann zu Hause. Schauen wir einmal mal rein, wenn es so nah ist schon. Was der Hodenhorst da rausgeschmissen hat, ne? Wo kommt der Kack runter? Hier. Sehr schön. Das ist eine Verarsche, ne? Kann ich das stacken noch? Jawohl. Eine Pistole, die... Vielleicht bringt die was, ne? Vielleicht kann man die teuer verkaufen, aber ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Ich hab doch keinen Platz mehr, Mensch. Kann nur nichts gerade so wegfressen, was dann weg ist oder so, ne? Nee. Und natürlich. Egal. Drauf geschissen. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt mal hin und her gucken. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und mal schauen, was ich bis dahin gepackt habe. Danke fürs Zusehen, ne? Und bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao.